Oder verwirrt. Gestört bin ich auch, aber das tut nichts zur Sache. Machen wir mal am besten irgendwo, wo. Boah, gibt's hier irgendwo in der Nähe eine Wüste? Manchmal nächste Stunde gehe ich einfach mal durch die Gegend und suche so bestimmte Biome. Das wäre mal eine Idee. Um Abwechslung zu generieren, was ja auch sicherlich sehr unterhaltsam ist. Sand, 64 Stück. Und jetzt nach oben. Wow. Und raus aus dem Strom. So, das ist etwas viel Strom für mich. Na, jetzt komme ich wieder in die Gegend, wo ich überhaupt nicht weiß, was das für ein Zeug ist. Aber man sollte wahrscheinlich nicht dahin gehen. Ja. Aua, ich sterbe. Scheiße, ich sterbe wirklich. Nein! Komm, schnell die Sachen holen. Was war das für ein Teil? Oder was ist das? Also darf ich scheinbar nicht in diesem Gebiet abbauen. Das ist ja richtig komisch. Ich hoffe, dass ich die meisten Sachen jetzt noch hier liegen habe. Da unten ist noch was. Aua. Was kann man dagegen tun? Komm, ich versuche zumindest noch irgendwas zu retten. Das bedeutet ja, ich habe jetzt alles verloren, wenn ich die Sachen nicht mehr bekomme. Kriege ich den irgendwie abgelenkt von da? Ob ich den hier rüberziehe? Oh mein Gott. Super. Nein, ich bin gestorben. Oh, und jetzt ist nur eine Spinne bei mir im Bett. Ja, natürlich. Geh mir nicht auf den Geist. Komm schon. Ja,
Das ist jetzt ziemlich doof. Und vor allen Dingen. Wo ist der jetzt hin? Er ist weg. Super. Dann versuchen wir mal schnell dahin zu kommen und zumindest noch etwas zu holen. Da ist der Sand. Da sind noch Saplings. Sonst noch hier irgendwo was? Nein. Also schnell weg hier. Gut. Jetzt haben wir zumindest noch etwas bekommen. Also das nächste Mal merken nicht wieder dahin. Die Teile sind irgendwie schräg drauf. Naja, unsere ganze Hose haben wir wieder. Unsere Möhrchen haben wir verloren. Ja, das geht ja noch. So, Schaufel. Unsere Spitzhacke haben wir auch verloren. Eben kurz Apfel essen. Hallo, essen. Schade. Jetzt die Spinne im Haus kalt machen. So, wie konnte die denn hier spawnen? Ah, meine Fackeln habe ich auch verloren. Nein, da habe ich die. Oder da habe ich nur etwas von den Fackeln. Ist doch schon mal schön. So. Und jetzt bauen wir wieder nach dem Rezept. 64 von diesen Grunts. 40 haben wir, das ist schon mal gut. So, Kohle. Haben wir irgendwo noch Kohle? Nein, die haben wir wahrscheinlich auch gerade verloren. Wir haben aber noch ein bisschen Holz. Jetzt natürlich sehr schlecht. Aber anders geht es nicht. Oder eher gesagt, ich tue da mein eines Grunt rein und darunter das Holz. Geht nicht anders. Muss jetzt so sein. Und wir gehen natürlich ins Bett. Es müsste irgendwo eine Funktion geben, den Chat auszublenden. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Chat. Comments only. Hidden. Ja, dann. Back to game. So, das ist auch eine schöne Idee. So, davon haben wir jetzt ein paar Bricks. Aber gar nicht mal so schlecht. Und daraus können wir jetzt uns diese Shared Bricks machen. Und da kommen wir auch schon bei diesen zu diesem Buch, was wir brauchen. Und da steht dann, was wir brauchen. Wie wir das machen, das gucke ich mal kurz durch. Wir brauchen nämlich einmal diesen Smeltery Controller, diesen Shared Tank. Dann Shared Bricks. Das ist das Kleine. Forst und diesen Causing Table brauchen wir auch. Das ist die kleinste Variante. Wir können, also ich überlege mir, etwas, das Ganze etwas größer zu machen, dass das auch. Blood and Emeralds. Pig Iron. So, die sterben nur. Gut. Also hier kann man alles Mögliche herstellen. Aluminium, Kobalt und Adit, Aluminium, Iron, Obsidian. Gut.
Melting down emeralds of villagers. Glue melting. Slime. Es ist Spawner. Okay. Ja, genau, das wollte ich dann mal machen. Das sieht man ja hier alles schöne Smeltery Drone. Shared Glass, Shared Windows. Sausage Canalization Table. Genau, die beiden muss ich machen. Gut. Dann kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Glas mein Haus bauen.